Der 8-stufige Prozess von John P. Cotter zur Herbeiführung größerer Veränderungen ist eines der am weitesten verbreiteten Modelle für das Veränderungsmanagement. John P. Cotter. Cotter ist ein pensionierter Professor für Führung an der Harvard Business School. Cotter ist auch Mitbegründer von Cotter International mit Sitz in Seattle und Boston. Cotters Artikel über den 8-stufigen Prozess zur Führung von Veränderungen wurde im Frühjahr 1995 in der Harvard Business Review veröffentlicht. Dieser Artikel gab eine Vorschau auf Cotters Buch, Leading Change. Professor Cotter hat in seinen Jahren der Forschung bewiesen, dass die Befolgung des 8-Schritte-Prozesses zur Führung von Veränderungen Organisationen helfen wird, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Im Allgemeinen besteht das Modell aus 3 Hauptphasen. Diese Phasen umfassen 8 Einzelschritte. Sie werden manchmal auch Stufen genannt. In Phase 1, die die ersten 3 Schritte umfasst, geht es darum, ein Klima für Veränderung zu schaffen und ein gemeinsames Verständnis für die schwierige Aufgabe zu bekommen, die vor der Organisation liegt. In Phase 2, die die Schritte 4 bis 6 umfasst, geht es darum, die Mitarbeiter in den Prozess einzubinden und die Mitarbeiter zu befähigen, Veränderungen in der Organisation zu bewirken. In Phase 3, die die letzten beiden Schritte der 8 Schritte abdeckt, geht es darum, Veränderungen in der Organisation umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Jetzt werden wir jeden der 8 Schritte einzeln überprüfen. Wir beginnen oben im Modell und gehen dann Schritt für Schritt durch das Modell nach unten. Jeder Schritt ist notwendig, wenn Sie Ihre Organisation transformieren wollen. Um Ihren Transformationsbemühungen die besten Erfolgschancen zu geben, müssen Sie in jeder Phase die richtigen Maßnahmen ergreifen und häufige Fallstricke vermeiden. Der erste Schritt ist die Etablierung eines Gefühls der Dringlichkeit. Erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Sie müssen den Markt und den Wettbewerb auf potenzielle Krisen und ungenutzte Chancen untersuchen. Sie müssen mindestens 75% Ihrer Manager davon überzeugen, dass der Status quo gefährlicher ist als das Unbekannte. Fallstricke in dieser Phase. Führungskräfte unterschätzen manchmal, wie schwer es sein kann, Menschen aus ihrer Komfortzone zu treiben. Auch Führungskräfte können durch Risiken gelähmt werden. Eine Transformation der Organisation erfordert Führung durch das Management. Schritt 2 ist die Bildung einer mächtigen Führungskoalition. Erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Sie müssen eine Gruppe mit einem gemeinsamen Engagement und genügend Macht zusammenstellen, um die Veränderungsbemühungen zu leiten. Sie müssen sie auch ermutigen, als Team außerhalb der normalen Hierarchie zu arbeiten. Eine große Transformation erfordert im Allgemeinen Aktivitäten außerhalb formaler Grenzen, Erwartungen und Protokolle. Fallstricke in dieser Phase. Keine vorherige Erfahrung in Teamarbeit auf der obersten Ebene der Organisation. Das Top-Management ernennt die Teamleitung an eine Person ohne genügend Macht. Unabhängig davon, wie fähig oder engagiert die Mitglieder des Teams sind, erreichen Gruppen ohne starke Linienführung niemals die Kraft, die erforderlich ist, um die Organisation zu verändern. Schritt 3 ist das Erstellen einer Vision. Erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Das Team muss eine Vision entwickeln, um die Veränderungsbemühungen zu lenken. Das Team muss auch Strategien zur Umsetzung der Vision entwickeln. Fallstricke in dieser Phase. Präsentation einer Vision, die zu kompliziert oder zu vage ist, um sie in 5 Minuten zu kommunizieren. Wenn Sie die Vision nicht innerhalb von 5 Minuten oder weniger jemandem mitteilen können und eine Reaktion erhalten, die sowohl Verständnis als auch Interesse signalisiert, sind Sie noch nicht fertig. Schritt 4 ist die Kommunikation der Vision.
erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um die neue Vision und die Strategien zu Ihrer Verwirklichung zu kommunizieren. Auf die Vision wird in E-Mails, Meetings und Präsentationen Bezug genommen. Es wird überall und überall kommuniziert. Bringen Sie neue Verhaltensweisen am Beispiel der Führungskoalition bei. Liegt der Fokus der Vision auf der Umwelt, muss das Management umweltfreundlichere Autos fahren. Führungskräfte müssen beruflich und privat ihr Wort halten. Fallstricke in dieser Phase. Die Führungskoalition kommuniziert die Vision nicht genug, ein einziges Memo, das die Transformation ankündigt, oder sogar eine Reihe von Reden des CEO und des Führungsteams reichen nie aus. Taten sagen mehr als Worte. Nichts untergräbt ein Kommunikationsprogramm schneller als inkonsequentes Handeln der Führung. Schritt 5 ist die Befähigung anderer, nach der Vision zu handeln. Erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Die Führungskoalition muss Systeme oder Strukturen entfernen oder ändern, die die Vision untergraben. Eine Organisation, die behauptet, kundenorientiert zu sein, findet heraus, dass die Strukturen der Organisation Ressourcen und Verantwortlichkeiten für Produkte und Dienstleistungen fragmentieren. Sie müssen dies ändern, damit entfesselte Menschen ihre beste Arbeit leisten können. Die Koalition muss Risikobereitschaft und nicht traditionelle Ideen, Aktivitäten und Aktionen fördern. Die Neuausrichtung von Anreizen und Leistungsbeurteilungen, um die Veränderungsvision wiederzuspiegeln, kann tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit haben, die Veränderungsvision zu verwirklichen. Fallstricke in dieser Phase. Versäumnis, mächtige Personen zu entfernen, die sich der Veränderungsbemühung widersetzen. Sie untergraben die Bemühungen vielleicht nicht aktiv, aber sie sind einfach nicht darauf eingestellt, mit den Anforderungen des Wandels Schritt zu halten. Einfache Lösungen für dieses Problem gibt es nicht. Schritt 6 plant und schafft kurzfristige Erfolge. Erforderliche Maßnahmen in dieser Phase. Die Führungskoalition muss sichtbare Leistungsverbesserungen definieren und entwickeln. Eine Änderungsbemühung ohne Beachtung der kurzfristigen Leistung durchzuführen, ist äußerst riskant. Für Führungskräfte, die sich mitten in einem langfristigen Veränderungsprozess befinden, sind kurzfristige Erfolge unerlässlich. Das Erzielen dieser Erfolge trägt dazu bei, den Erfolg der gesamten Veränderungsinitiativen sicherzustellen. Die Führungskräfte müssen Mitarbeiter anerkennen und belohnen, die zu diesen Verbesserungen beitragen. Fallstricke in dieser Phase: Erfolge nicht früh genug zeigen. Das Management überlässt kurzfristige Erfolge dem Zufall. Kurzfristige Erfolge passieren selten einfach. Kurzfristige Erfolge sind 12 bis 24 Monate nach Beginn der Veränderungsbemühungen. Wir planen kurzfristige Gewinne und beten nicht. Schritt 7 besteht darin, Verbesserungen zu konsolidieren und noch mehr Veränderungen hervorzubringen. Maßnahmen, die in dieser Phase erforderlich sind: Führungskräfte müssen ihre erhöhte Glaubwürdigkeit aus frühen Erfolgen nutzen, um Systeme, Strukturen und Richtlinien zu ändern, die die Vision untergraben. Sie müssen auch engagierte Mitarbeiter einstellen, fördern und entwickeln, die ihnen bei der Umsetzung der Vision helfen können. Führungskräfte müssen den Veränderungsprozess auch mit neuen Projekten und Change Agents neu beleben. Fallstricke in dieser Phase. Während das Feiern eines Sieges in Ordnung ist, kann es katastrophal sein, den Krieg als gewonnen zu erklären. Bis Veränderungen tief in der Unternehmenskultur verankert sind, ein Prozess, der 5 bis 10 Jahre dauern kann, sind neue Ansätze fragil und unterliegen Rückschritten. Ironischerweise ist es oft eine Kombination aus Veränderungsinitiatoren und Veränderungswiderständen, die die vorzeitige Siegesfeier auslöst.
In ihrem Enthusiasmus über ein deutliches Zeichen des Fortschritts übertreiben es die Initiatoren, indem sie es den Widerständlern erlauben, Truppen davon zu überzeugen, dass der Krieg gewonnen ist. Die nützlichen Änderungen, die eingeführt wurden, verschwinden langsam, wenn niemand die Änderung vorantreibt. Schritt 8 ist die Institutionalisierung neuer Ansätze. Erforderliche Maßnahmen in der Phase. Führungskräfte müssen Verbindungen zwischen neuen Verhaltensweisen und Unternehmenserfolg artikulieren. Sie müssen den Mitarbeitern zeigen, wie die neuen Ansätze, Verhaltensweisen und Einstellungen zur Leistungssteigerung beigetragen haben. Veränderungen werden vollständig umgesetzt, wenn es die Art und Weise wird, wie wir die Dinge hier tun. Fallstricke in dieser Phase. Das Management schafft keine neuen sozialen Normen und gemeinsamen Werte, die den Veränderungen entsprechen, und es befördert Menschen in Führungspositionen, die den neuen Ansatz nicht verkörpern. Nun werden wir ein Beispiel für die Verwendung des 8-Stufen-Modells von Kotter bei einem Hersteller von Hochdruckventilen betrachten. Der Gründer des Unternehmens, ein genialer Ingenieur, ist vor langer Zeit gestorben. Heute ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Branche und lebt immer noch nach dem Mantra des Gründers. Wir liefern Lösungen, bevor der Kunde merkt, dass er ein Problem hat. In den letzten Jahren hatte das Unternehmen Probleme. Das Unternehmen hat Marktanteile verloren und in den letzten 2 Jahren Verluste gemacht. Der neue CEO will das Problem mit den 8 Schritten von Kotter angehen. Um das Problem zu lösen, hat der neue CEO ein Gefühl der Dringlichkeit entwickelt. Seine Botschaft ist klar, die Existenz des Unternehmens bedroht. Um diese Botschaft zu untermauern, macht er in der Mitarbeiterzeitung auch öffentlich, dass das Unternehmen einen wichtigen Kunden verloren hat. In Schritt 2 bildet der CEO mit sich selbst als Leiter eine Powerful Guiding Coalition. Er weiß, dass er 20 bis 50 wichtige Personen aus der Organisation mit gemeinsamem Engagement und genügend Macht zusammenbringen muss, um die Veränderungsbemühungen zu leiten. Er weiß, dass eine große Transformation im Allgemeinen Aktivitäten außerhalb formaler Grenzen, Erwartungen und Protokolle erfordert. And protocol. Deshalb stellt er Berater von Kotter international ein und lädt einen Schlüsselkunden ein, sich an der Koalition zu beteiligen. Eine Marktstudie zeigt, dass der Markenruf des Unternehmens hoch ist, aber die Produkte zu teuer geworden sind und die Produkte zu viele unterschiedliche Funktionen enthalten. In Schritt 3 muss die Führungskoalition eine Vision erstellen, die relativ einfach zu kommunizieren ist und sowohl die internen als auch die externen Stakeholder anspricht. Die Coalition möchte das alte Mantra in eine Vision verwandeln, die sich um den Kunden dreht. Die neue Vision ist: Wir erfinden gemeinsam mit unseren Leitkunden. Das Team muss auch Strategien zur Umsetzung der Vision entwickeln. In Schritt 4 muss die Führungskoalition die Vision an die Mitarbeiter der Organisation und externe Stakeholder kommunizieren. Alle Mitglieder der Koalition müssen immer und überall die gleiche Botschaft kommunizieren. Der CEO und andere Führungskräfte müssen Kunden besuchen und an Messen teilnehmen, wo Kunden hinkommen, statt Tech-Messen zu besuchen. Sie müssen auch die Marketing- und Vertriebsabteilung priorisieren. Führungskräfte müssen sowohl extern als auch intern das Wort ergreifen. In Schritt 5 ermutigt die Coalition Manager sowie Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, mit Kunden in Kontakt zu treten. Das Top-Management ändert die Regeln für den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Kunden. Vorher hatte nur der Key Account Manager Kontakt zum Kunden.
Jetzt haben sich die Regeln geändert. Mitarbeiter aus der Logistikabteilung, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und anderen Abteilungen haben den Mut, sich an ihre Gegenpartei in der Organisation des Kunden zu wenden. Das Unternehmen verlagert sich vom Key Account Management von Butterfly zur Diamond-Zusammenarbeit mit dem Kunden. Die Rolle des Key Account Managers wird komplett verändert. Das Management muss diejenigen entlassen, die sich der Vision des Wandels widersetzen. In Schritt 6 muss die Führungskoalition einige kurzfristige Erfolge verkünden. Der CEO geht mit einer neuen Produktentwicklung gemeinsam mit einem der Hauptkunden an die Börse. Die Produktentwicklungsphase dauerte nur 12 Monate, also doppelt so schnell wie normal. Die Materialien des neuen Produkts sind recycelbar und die Produktionskosten werden um 30% gesenkt. Das liegt daran, dass alle Abteilungen gemeinsam mit dem Kunden optimiert haben. Der CEO würdigt und belohnt öffentlich die Mitarbeiter, die mit der Strategie, gemeinsam mit dem Kunden neue Produkte zu entwickeln, zum Erfolg beigetragen haben. In Schritt 7 muss die Führungskoalition die erhöhte Glaubwürdigkeit aus dem Sieg in Schritt 6 nutzen, um andere Bedingungen zu ändern, die die Vision untergraben. Ihr nächster Kampf, den es zu gewinnen gilt, besteht darin, ihre Wertschöpfungskette mit führenden Kunden zu integrieren und Big Data zu teilen. Manche Führungskräfte wollen diese Offenheit gegenüber den Kunden nicht. Sie werden versuchen, weitere Entwicklungen in diese Richtung hinauszuzögern. Deshalb muss die Führungskoalition den Veränderungsprozess immer wieder neu beleben. Sie müssen viele Schlachten gewinnen, bevor der Krieg gewonnen ist. Im achten und letzten Schritt müssen Führungskräfte neue soziale Normen und gemeinsame Werte schaffen, die mit Veränderungen vereinbar sind. Sie müssen Menschen in Führungspositionen befördern, die den neuen Ansatz verkörpern. Sie müssen mit Kunden zusammenarbeiten wollen, sie müssen sie als Verbündete sehen. Das Unternehmen hat die Vision erreicht, wenn sich Führungskräfte und Mitarbeiter nicht unterschiedlich verhalten. Ob es sich um einen Kollegen oder einen Partner eines Kunden handelt, mit dem sie zusammenarbeiten. Der Krieg ist gewonnen. Jetzt ist es Zeit für eine neue Vision und einen Neuanfang bei Schritt 1. Betrachten wir nun eine Kritik am Modell. Es ist ein starrer Ansatz, dass man nur einen Schritt nach dem anderen machen kann. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass es in einer Organisation 8 verschiedene Geschwindigkeiten geben kann. Die Vision ist die gleiche. Aber die Veränderungen vollzogen sich in unterschiedlichen Teilen der Organisation mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Einige Schritte sind in manchen Kontexten nicht relevant. Ein einfaches Beispiel ist der Austausch wichtiger Software zur Verarbeitung von Vorgängen oder der Wechsel der Ausrüstung in einer Fertigungslinie. In diesen Fällen sind die Änderungen oft irreversibel, sodass Schritt 7 und Schritt 8 möglicherweise nicht relevant sind. Umgang mit Schwierigkeiten beim Change Management. Planungsänderungen gemäß Kotters Framework sollten diese Hindernisse begrenzen. Aber das Modell ist nicht detailliert genug, um in allen Szenarien Hilfe zu leisten. Kotters Zeitrahmen bemisst sich in Jahren, kurzfristige Erfolge liegen bei 12 bis 24 Monaten. Die Umstände können sich radikal geändert haben, bevor alle 8 Schritte abgeschlossen sind. Das Modell gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Schritte in einem Veränderungsprozess in einer Organisation und dass es einen logischen Weg durch einen Veränderungsprozess gibt. Das Modell zeigt Ihnen, welche Rahmenbedingungen bei einem Veränderungsprozess zu beachten sind.